بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Donnerstagsunterricht, wo wir inshallah mit dem zweiten Teil weitermachen wollen von Surat As-Saff. Surat As-Saff. Wir hatten letzte Woche eine Einleitung gehabt zu Surat As-Saff, haben gelernt gehabt, dass Surat As-Saff eine medinensische Sura ist. Eine Sura ist, welche wahrscheinlich kurz nach der Schlacht von Uhud im dritten Jahr, nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Wir haben gelernt gehabt, was der Offenbarungsgrund für diese Sura ist. Und zwar, dass einige der Sahabe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sich versammelt hatten und gefragt haben, was sind eigentlich die besten Taten bei Allah? Oder was ist die beste Tat bei Allah? Was ist die beste Tat bei Allah? Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala Surat As-Saff herabgesandt hat. Und als sie dann herabgesandt wurde, diese Sura, haben einige derjenigen, die nachgefragt haben, sich nicht daran gehalten. Und haben das als eine Belastung empfunden. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala die ersten Ayat dieser Sura herabgesandt hat, wo Allah ta'ala ganz klar einige der Gläubigen rügt und tadelt. Tadelt für eine Eigenschaft, die Allah ta'ala über das Äußerste hasst. Und verabscheut, macht. Macht ist was? Bucht, Shadid, also ein, wirklich eine Abscheu, die sehr, sehr tiefgehend ist. Nicht nur einfach Abscheu, sondern sehr tiefgehende Abscheu. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gläubigen, das hatten wir schon besprochen gehabt, deswegen fasse ich das jetzt nur zusammen, inshallah. Ya ayyuha allazina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ O die ihr glaubt. Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Äußerst verhasst ist es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier eine Eigenschaft an, die er nicht mag, die in einem Mu'min nicht vorhanden sein sollte. Und darum dreht sich die gesamte Sura. Die gesamte Sura geht darum, dass ich als Mensch nicht nur einfach reden soll, sondern dass ich als Mensch Taten zeigen soll. Dass ich als Mensch Taten zeigen soll. Und die Eigenschaften der Heuchler bestehen ja genau darin, dass sie viel reden, aber keine Taten zeigen. Sie versprechen, aber halten sich nicht daran. Sie reden große Reden, aber lügen dabei. Und das ist eine Eigenschaft, vor der sich der Gläubige, der Mu'min schützen sollte. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt dann auf, was er wirklich liebt. Und Allah ta'ala, er liebt bestimmte Taten und er verabscheut bestimmte Taten. Und er zeigt dann auf, welche Eigenschaft er im Menschen wirklich liebt und welche Eigenschaft er auch bei seiner Umme, der Umme des Islams sehen möchte. Und zwar, Inna Allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah liebt diejenigen, welche auf seinem Weg in Reihe kämpfen, als wären sie ein zusammengefügtes Mauerwerk. Als wären sie ein zusammengefügtes Mauerwerk. Und wir sind bis zu dieser Ehe gekommen. Das ist also das, was Allah liebt. Allah Ta'ala, er liebt diejenigen, die erstens bereit sind, sich einzusetzen auf dem Wege Allahs. Yuqatilun. Und Qital, der Kampf, der bewaffnete Kampf, ist die höchste Form der Anstrengung. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat uns aufgezeigt, dass das Mönchtum dieser Umme was ist? Das Abmühen auf dem Wege Allahs. Es gibt keine Rahbaniyya im Islam. Es gibt kein Mönchtum in Islam, dass ich mich zurückziehe, mich um mich selbst kümmere. So etwas gibt es nicht in unserer Religion. Sondern in unserer Religion ist das wahre Mönchtum, dass ich Einsatz zeige auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar mit allem, was ich besitze. Mit allem, was ich besitze. Und wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen gehabt, in welchem Kontext das zu sehen ist. Wie überhaupt der Dschihad im Islam begonnen hat und wie er eingeführt wurde. Und mit Dschihad meine ich jetzt hier den bewaffneten Kampf. Und wir haben auch über die vier verschiedenen Formen von Dschihad gesprochen gehabt und aufgezeigt gehabt, dass Dschihad ein Begriff ist, der jegliche Form von Anstrengung umfasst. Ob die Anstrengung gegen den Nefs, ob die Anstrengung gegen den Shaitan, ob die Anstrengung gegen die Heuchler oder die Anstrengung auch gegen diejenigen, welche unseren Glauben bekämpfen.
Alles in Form von Jihad auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ta'ala, er möchte, dass wir bei unserem Jihad immer eine Gemeinschaft sind. Immer was? Eine Gemeinschaft sind. Und dieses Bild ist unglaublich wichtig. Und wir sind bis hier gekommen und werden auch gleich hier wieder anknüpfen, inshallah ta'ala, mit der nächsten Ayah, mit der fünften Ayah. Aber hier nochmal zu diesem Bild. Als sähren sie ein zusammengefügtes, was? Mauerwerk. Und sie hatten ja gesagt, manche haben gesagt, mit Marsus kommt von Rusas. Was ist Rusas? Was bedeutet Rusas? Blei. Blei. Wenn ich ein Mauerwerk habe, dann brauche ich nicht nur Steine, die ich übereinander tue, sondern ich brauche auch was, den Mörtel, der die Steine zusammenhält. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns auf, wie wir eigentlich als Gläubige agieren sollten. Und zwar so, dass wir uns gegenseitig stützen. Und sobald einer seine Aufgabe nicht ernst nimmt oder anfängt, in dieser Mauer Löcher zu hämmern, was passiert dann? Dann wird dieses Mauerwerk geschwächt. Und das ist etwas, was Allah nicht möchte. Was sagt Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, er sagt, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Und streitet nicht. Warum? Was passiert, wenn ihr streitet? Ihr werdet scheitern. Und euer Riech, mit diesem Riech ist gemeint, eure Stärke wird vergehen. Der Feind wird ein leichtes Spiel haben. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass wir immer eine Reihe darstellen. Und subhanahu, unsere gesamte Religion lehrt uns das. Im Gebet. Welches Gebet ist das beste Gebet? Das, was ich allein verrichte oder was ich in der Gemeinschaft verrichte? Der Gemeinschaft. 27 Mal besser ist das Gebet in der Gemeinschaft, als das, was ich allein verrichte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aufgezeigt, dass derjenige, der eine Lücke in der Reihe schließt, was? Jemand ist, der eine gute Tat tut. Und er sagte, Rahim Allahum Ra'a Ra'a Furjatan, möge Allah Ta'ala sich eine Person erbauen, die eine Lücke in der Reihe sieht und sie dann füllt. Sodass ich sogar im Gebet laufen kann. Das heißt, eigentlich darf ich ja im Gebet nicht laufen, oder? Aber wenn ich vor mir was sehe, eine Lücke sehe, dann sollte ich diese Lücke schließen. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz, zuvor auch im Gebet, ja, vielleicht ein ganz, ganz kleiner Exkurs, was mir gerade eingefallen war. Einige Brüder haben einen Fehler gemacht. Und zwar, wie beginne ich erstens eine neue Reihe? Hinter dem Imam ist. Die erste Reihe ist voll, die zweite Reihe ist voll. Wie beginne ich eine neue Reihe? Ich beginne die neue Reihe immer hinter dem Imam. Nicht auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite, nicht irgendwo, sondern hinter dem Imam. Und dann verteilt sich die Reihe langsam nach rechts und links. Das ist erstmal ganz wichtig, Nummer eins. Was mache ich, wenn ich in die Moschee komme? Das ist der zweite Punkt. Und die Gemeinschaft hat begonnen, aber ich habe noch kein Sunna-Gebet vollzogen. Bete ich zuerst Sunna oder schließe ich mich direkt der Gemeinschaft an? Auch vorhin, da haben einige Brüder einen Fehler gemacht. Und zwar, ich schließe mich direkt der Gemeinschaft an. Ich darf nicht Sunna beten, während das Pflichtgebet vollzogen wird. Ganz, ganz wichtig. Das nur mal als kleiner Exkurs, inshallah ta'ala, weil das vorhin passiert ist, bevor ich das komplett vergesse. Kommen wir zurück, inshallah ta'ala. Es geht also darum, dass wir als Muslime schon in unserem fünfmaligen Gebet am Tag lernen, dass wir immer als Muslime was sein sollten? Immer eine Gemeinschaft sein sollten. Selbst wenn ich allein bete, denke ich an meine Geschwister. Wenn ich in Surat Al-Fatiha die Ayat lese, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, dann bitte ich immer für meine Gemeinschaft und nicht nur für mich allein. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg. Schaut mal, ich denke im Gebet an meine Geschwister. Wenn ich mein Gebet abschließe, was mache ich dann? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich grüße diejenigen, die auf meiner Rechten sind, wenn ich alleine beten sollte. Und ich begrüße diejenigen, die auf meiner Linken sind. Subhanallah. Das ist unglaublich. Die Gemeinschaft. Es kommt immer auf die Gemeinschaft an. Ebenfalls im Ramadan. Was ist besser, dass ich meinen Iftar alleine zu mir nehme oder immer jemanden einlade zum Iftar? Immer jemanden einlade zum Iftar. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns auf, dass wenn ich jemanden einlade zum Iftar, dann kriege ich seinen gesamten Lohn. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte, dass wir eine Gemeinschaft sind. Obwohl das Fasten erst einmal eine individuelle Ibadah ist, aber am Ende geht es immer um die Gemeinschaft. In der Nacht kommen wir zusammen, um das Tarawih-Gebet gemeinschaftlich zu verrichten. Im Ramadan, das macht man nur im Ramadan. Die Hajj, wo es so voll ist, extrem voll ist, und trotzdem will Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir alle an einem Tag in Arafah stehen. Und nicht an mehreren Tagen. Das ist die Religion der Gemeinschaft.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. Allah liebt diejenigen, welche auf seinem Weg in Reihe kämpfen, als wären sie ein zusammengefügtes Mauerwerk. Und deswegen eine ganz wichtige Botschaft, die wir letztes Mal nicht genannt hatten. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingegangen sind oder nicht, aber trotzdem, das Wiederholen ist auch wichtig. Und zwar, immer wieder, nehmt euch in Acht vor denjenigen, welche versuchen, die Gemeinschaft zu spalten. Wenn ihr merkt, ein Prediger, ein Scheich, ein Bruder, eine Schwester, wie auch immer, versucht die ganze Zeit, die Muslime zu separieren, gut, schlecht. Zu dem kannst du gehen, zu dem kannst du nicht gehen. Das sind Leute, die Bid'ah machen, das sind keine richtigen Muslime, weiß ich nicht was. Nimm dich vor solch einem Prediger in Acht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte von uns, dass wir am Ende eine Gemeinschaft sind. Und über diese Unterschiede hinwegsehen. Natürlich wird man immer Unterschiede haben. Man wird immer Differenzen haben. Man wird immer unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben vier Madhahib in unserer Religion. Gar keine Frage. Aber diese Unterschiede sind nicht so groß, dass ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester nicht mehr zusammensitzen kann. Sie sind nicht so groß, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Sie sind nicht so groß, dass ich über ihn die ganze Zeit schlecht sprechen muss und nichts anderes zu tun habe, als die ganze Zeit vor dem zu warnen oder vor jenem zu warnen. Das, was wir momentan haben, auch im Internet, einige, die die ganze Zeit nur über andere Prediger reden, ist eine Krankheit, eine schwerwiegende Krankheit. Das sind Menschen in dem Gewand des Glaubens, welche aber den Glauben zerstören. Das sind Menschen im Gewand des Glaubens, welche den Glauben zerstören. Ja, es gibt Menschen, welche behaupten, etwas für den Glauben zu tun, und vielleicht sogar davon überzeugt sind, sie würden etwas für den Glauben tun, aber in Wirklichkeit zerstören sie den Glauben, ohne es zu wissen. Oder sie wissen es. Kann beides sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Absichten. Das eine macht aber das andere deswegen nicht besser. Und sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Und meine Aufgabe als Muslim ist was? Mich vor diesen Menschen in Acht zu nehmen. Und immer zu versuchen, als Gemeinschaft zu agieren, so gut wir können. Kommen wir jetzt, inshallah ta'ala, zu der nächsten Ayah, welche wir noch nicht besprochen hatten. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er fängt jetzt an, plötzlich über Musa alayhi salam zu sprechen. So, als würde man denken, was hat das eigentlich mit dem Thema der Sura zu tun? Und es ist häufig im Koran, dass du plötzlich dann einen neuen Abschnitt hast mit einem komplett anderen Thema. Und das könnte man auch hier denken. Was hat jetzt die Geschichte von Musa alayhi salam mit dem Thema der Sura zu tun? Aber wir werden gleich sehen, sie hat sehr viel mit dem Thema zu tun. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns jetzt zwei Beispiele geben. Warum? Weil das Theoretische wird häufig nicht verstanden. Ich brauche als Muslim und als Mensch im Allgemeinen immer noch Beispiele. Ich brauche Vorbilder. Sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Deswegen gibt es ja auch so etwas wie Märchen. Warum werden Märchen erzählt? Um dem Menschen eine Lehre mitzuteilen. Mit etwas Fiktivem, was vielleicht so nicht vorgefallen ist, aber die Leute, ja, und auch die Kinder, die das dann hören, oder auch die Erwachsenen, sie ziehen Lehren daraus. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns jetzt eine Geschichte, kurz und knapp in einer Ayah, und dann die nächste Geschichte in der nächsten Ayah. Und die Geschichte ist ja im Allgemeinen bekannt, weil sie nämlich in anderen Suren des Korans ausführlich erwähnt wird, damit wir auch Vorbilder haben, und in diesem Fall negative Vorbilder. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: وَإِذْ قَالَ مُوسَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Und als Musa zu seinem Volk sagte: O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen, und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet jetzt hier von Musa alayhi salam, der sich an sein Volk wandte. Und der zu seinem Volk sprach: Warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Welches Leid ist hier gemeint? Die Mufassirun, die Koran-Exegeten haben sich darüber Gedanken gemacht. Aber die meisten, zumindest das, was ich gelesen habe an Tafsir, haben gesagt,
Gemeint ist hier etwas ganz Konkretes. Nämlich, dass die Benu Israel Musa alayhi salam in den schwierigsten Situationen, wo er Leute gebraucht hat, die nicht nur viel reden, sondern die wirklich handeln und die bereit sind, sich zu opfern auf dem Wege Allahs, Musa alayhi salam allein gelassen haben. Wann? Wann wurde denn Musa alayhi salam allein gelassen? In welchem Kontext? Allah Ta'ala berichtet davon im Koran. Zwar in einem sehr, sehr wichtigen Kontext, was dazu geführt hat, dass die Benu Israel 40 Jahre lang dann in der Wüste umherirrten und in Tihi gewesen sind. Da, wo die meinten, dass Idhab Anta wa Rabbuka. Ja. Und zwar, als Musa alayhi salam in Palästina einmarschieren wollte und gegen die Menschen dort kämpfen wollte, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihm befohlen hat, das heilige Land. Udukhulu al-ard al-muqaddasat al-lati kataba Allahu lakum. Tretet ein in das heilige Land, welches Allah subhanahu wa ta'ala für euch vorgesehen hat. Da haben sie am Ende zu Musa was gesagt? Idhhab anta wa rabbuka. Geh du und dein Herr. Faqatila, so geht allein kämpfen. Inna hauna qa'idu. Wir werden hier und gucken zu. Hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala für dich das Rote Meer gespalten, also kann er auch dieses Volk besiegen. Aber wir gucken mal lieber von weitem zu. Solltest du dann zum Sieg kommen, dann kommen wir auch dazu. Dann sind wir die Siegreichen. Solltest du verlieren, ja, dann sind wir wenigstens gerettet. Das ist der Ether. Das ist genau das, was Musa alayhi salam meint. Der Leid. Dass sie ihn allein gelassen haben, dass sie ihn nicht unterstützt haben, dass sie ihn im Stich gelassen haben. Und auch viele andere Dinge, die sie gemacht haben, wie das goldene Kalb etc. Aber gerade wenn wir uns den Kontext dieser Sura anschauen, den Kontext dieser Sura, dann können wir davon ausgehen, dass Musa alayhi salam viele Situationen meint, aber insbesondere diese Situation. Weil in diesem Kontext geht es um den Kampf und um den Einsatz auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir uns jetzt nochmal erinnern, nach welcher Schlacht wurde diese Sura wahrscheinlich offenbart? Hat mir vorhin gesagt gehabt. Nach welcher Schlacht? Und was war bei der Schlacht von Uhud gewesen? Etwas Ähnliches. Und zwar, als sich das Gerücht breit gemacht hat, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam getötet wurde, da haben einige Muslime was getan. Sie haben sich vom Schlachtfeld entfernt und flohen um ihr Leben. Und einige der Sahabe haben sie zurückgerufen und gesagt, wo geht ihr hin, was ist los mit euch, seid ihr verrückt? Und sagten, der Gesandte Allah ist gestorben. Und daraufhin sagten sie, kehrt um und stirbt so, wie der Gesandte Allahs gestorben ist. Subhanallah. Das ist genau dieser Kontext. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier eine Ayah offenbart bekommen, welche den Muslimen aufzeigt, ihr macht im Grunde genommen genau dasselbe, was damals die Benu Israel getan haben. Ihr lasst einen Propheten im Stich. In der schwierigsten Situation überhaupt. Und wollt fliehen um euer Leben. Und das ist eine Form von Leid, welches ihr dem Propheten zufügt oder hinzufügt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich ja oft mit Musa alaihi salam auch verglichen in diesem Kontext. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, Rahmatullahi ala Musa, laqad uziya bi akthara min hadha fa sabr. Möge Allah sich Musa alaihi salam erbarmen. Ja, ihm wurde noch mehr Schaden zugefügt und hat trotzdem Geduld gehabt. Ihm wurde noch mehr Schaden hinzugefügt und hat trotzdem Geduld gehabt. Und genau das ist es, ja, was Allah subhanahu wa ta'ala hier hervorhebt. Ja, dass es Leute gab zur Zeit von Musa alayhi salam, die denselben Fehler begangen haben wie einige Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Es ist ganz wichtig, dass wir die Geschichten des Korans immer so verstehen. Wenn der Koran über die Benu Israel spricht, dann tut er das nicht, weil er die Israeliten hasst. Das war das auserwählte Volk gewesen. Ich meine, Allah Ta'ala hat sie auserwählt gehabt. Tut es nicht, damit wir die ganze Zeit, weiß ich nicht, die Benu Israel verfluchen. Nein, sondern er tut das, damit wir aus ihren Fehlern lernen. Und damit wir nicht dieselben Fehler machen, wie sie es getan haben. Das ist das, worum es geht. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er sagt daraufhin, O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter zu euch, an euch bin? Wenn ihr das verinnerlicht habt, warum macht ihr das dann? Wo ist euer Iman hin? Was ist mit eurem Iman? Und genau das ist es, was heutzutage viele Muslime auch falsch machen.
wo jeder an sich selbst arbeiten muss. In bestimmten Situationen prüft dich Allah. Das sind meistens Extremsituationen, wo dich dann Allah prüft, ob du so handelst, wie es Allah wollte oder nicht. Du hast einen Streit mit einem Bruder. Es geht um Geld, als Beispiel. Oder mit deiner Schwester. Wie verhältst du dich jetzt? Eine Extremsituation. Du siehst dich in Recht, er sieht sich in Recht. Was mache ich jetzt? Es gibt manche, welche in solchen Situationen vergessen, dass sie Muslime sind. Vergessen, dass wir Brüder sind. Vergessen, dass Allah Ta'ala von uns verlangt hat, vielleicht auch einfach Frieden zu stiften und diesen Streit beizulegen. Vergessen, wie wichtig es ist, zu vergeben in solch einer Situation. Und dann sprichst du mit ihnen, so als hätte er nie von diesen Ayat, nie von diesen Ahadith gehört, und fragt sich, Allahu Akbar, was ist los mit dir? Streit zwischen Mann und Frau. Streiten sich. Beide praktizierende Muslime. Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, deine Frau gut zu behandeln. Nicht rachesüchtig zu sein. Ebenfalls Schwester. Genau dasselbe, weil Brüder und Schwestern nehmen sich ja nichts. Also ich habe schon so viele Streitigkeiten miterlebt, da ist es nicht so, dass Frauen immer die Opfer sind oder Männer immer die Opfer sind. Subhanallah. Jeder hat seine Waffen. Die Frau hat ihre Waffen und die Männer haben ihre Waffen. Ja? Und subhanallah, ja, ich habe schon viele Streitigkeiten erlebt diesbezüglich, und häufig ist es so, dass es leider mal diesen einen Fall gibt, manchmal diesen anderen Fall gibt, mal ist die Frau diejenige, die hart austeilt, mal ist es der Mann, derjenige, der dann versucht, sage ich mal, hart auszuteilen. Es gibt beides, subhanallah. Und auf jeden Fall, ihr seid praktizierend, ihr fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Warum stützt ihr euch nicht einfach auf die Worte Allahs? Und lasst Allah subhanahu wa ta'ala in eurer Angelegenheit entscheiden und haltet euch daran. Ihr seid doch Muslime. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Und weder ein Mu'min noch eine Mu'mina haben die Wahl, wenn Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam entschieden haben, dass sie sich entscheiden können, darf ich das nehmen oder kann ich das nicht geben. Ich muss es nehmen, ich bin verpflichtet, es zu akzeptieren. Das ist meine Aufgabe. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht und sagt, ihr wisst doch, dass ich der Gesandte Allahs bin, sagt er, was ganz wichtig ist. فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. زَارُوا, زَيْخ. Was ist زَيْخ? الزَيْخ هو الميل عن الحق. الزَيْخ هو الميل عن الحق. Was heißt das? Dass ich mich von der Wahrheit abwende. Und hier übersetzt als abschweifen. Ich schweife vom richtigen Weg ab. Ich komme vom richtigen Weg ab. Und diese Ayah ist unglaublich wichtig. Weil Allah Ta'ala, er sagt, als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er führt niemals einen Menschen in die Irre ohne Grund. Sondern es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch vom Wege Allahs abkommt. Allah zeigt es auf, als sie abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Wenn du dich als Mensch entscheidest, den falschen Weg zu gehen, lässt dich Allah subhanahu wa ta'ala den falschen Weg gehen. Und er lässt es zu, dass du den falschen Weg gehen kannst, weil Allah hätte dich als Mensch auch wie ein Engel erschaffen können, der dir Gutes tun kann. Aber Allah ta'ala, er hat dir den freien Weg gegeben. Und nur dann, wenn du dich dafür entscheidest, den falschen Weg zu gehen, lässt dich Allah diesen falschen Weg gehen. Aber wird dich Allah subhanahu wa ta'ala zwingen, den falschen Weg zu gehen, wie es einige denken. Manche sagen, wenn Allah mich recht leitet, dann werde ich schon anfangen zu praktizieren, dann werde ich anfangen zu beten. Allah hat dich recht geleitet. Hat er nicht den Koran zu dir geschickt? Ist nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Sunna zu dir gelangt? Kennst du nicht die Wahrheit? Auf was wartest du noch? Wartest du darauf, dass Allah Ta'ala dir den freien Willen nimmt und dich zwingt zu beten wie ein Engel? Worauf wartest du? Ganz ehrlich. Worauf wartest du mit guten Taten? Am Ende ist es doch deine Entscheidung. Und es ist auch deine Entscheidung, wenn du vom Weg abkommst. Und wenn du abkommst vom Weg, erst dann lässt dich Allah gehen. Allah erinnert dich immer wieder. Er ruft dich immer wieder. Aber wenn du unbedingt diesen Weg gehen willst, dann lässt dich Allah diesen Weg gehen. Und in diesem Fall sagt dann Allah, Allah ließ ihre Herzen abschweifen. Und so müssen wir die ganzen Ayat im Koran verstehen, in denen Allah Ta'ala sagt, dass er sie in die Irre geführt hat. Allah hat sie in die Irre geführt, weil sie selbst den Weg der Irre gewählt haben. Ganz wichtig.
Allah hat sie in die Irre geführt, weil sie selbst den Weg der Irre gewählt haben, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sie diesen Weg der Irre hat gehen lassen. Ganz wichtig. Allah zwingt niemanden, den Weg der Irre zu gehen, sondern Allah will, dass du auf den geraden Weg kommst. Und er ruft dich und er gibt dir immer wieder Zeichen, er erinnert dich immer wieder. Und er spricht immer wieder deine Fitra an, er spricht immer wieder dein Herz an, er spricht immer wieder deinen Verstand an, all das. Wenn du aber trotzdem darauf beharrst, dann lässt Allah Ta'ala dich gehen. Und das ist dann damit gemeint, Allah führt sie in die Irre. Also Allah lässt sie in die Irre gehen, nachdem sie sich dafür entschieden haben. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ. Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Und dann, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Und Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. Sie sind Freveler. Allah Ta'ala, er leitet keine Freveler recht. Jemand, der sich trennen möchte von dem Weg Allahs, den geht Allah Ta'ala, den wird Allah nicht zwingen, rechtgeleitet zu sein. Und was ist ein Frevel? Was heißt denn Fisq? Fasaqa. Fasaqa bedeutet Al-Khuruju an Ta'atillah. Al-Khuruj an Ta'atillah. Dass ich mich trenne vom Gehorsam gegenüber Allah. Also es ist ein bewusstes Handeln. Ich handele bewusst. Ich möchte ein Fasiq sein. Und deswegen leitet Allah mich nicht recht, weil ich ein Fasiq sein möchte. Wenn du dich dafür bewusst entscheidest, ein Fasiq zu sein, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich auch nicht mehr recht leiten. Und nachdem Allah ta'ala uns jetzt die Geschichte von Musa alayhi salam erzählt hat, kommt die zweite Geschichte. Und in dieser zweiten Geschichte geht es um einen weiteren Propheten. Nachdem sogar einige Gelehrten diese Sure benannt haben. Wie wir letztes Mal gesagt hatten, manche Gelehrte haben Surat As-Saff wie genannt? Surat Isa. Surat was? Surat Isa. Weil nämlich Isa gleich hier zweimal in dieser Sure, in dieser kurzen Sure vorkommt. Und weil Isa alayhi salam in dieser Sure eine ganz wichtige Rolle spielt. Hören wir uns mal die Ayah an. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war. Und einen Gesandten verkünden, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Warum Isa alayhi salam? Isa alayhi salam, er ist ja einer der fünf Ulil Azm unter den Gesandten. Wer sind die Ulil Azm, die ja eine besonders starke Entschlossenheit hatten? Wer sind sie? Es gibt fünf unter ihnen. Wir haben die Schwester vielleicht? Fünf der Ulil Azm unter den Propheten. Ja. Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad, Nuh alayhi salam. Das sind die fünf. Ja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Das sind die fünf, die besonders sozusagen entschlossen gewesen sind auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und sich besonders eingesetzt haben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und nach Musa wird jetzt wer erwähnt? Isa. Zwischen Musa und Isa gab es viele Propheten. Zwischen Musa und Isa gab es viele Propheten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt jetzt den Propheten, der im Grunde genommen eine Lücke gefüllt hat. Eine Lücke zwischen Musa alayhi salam und seiner Scharia, welche mit Isa alayhi salam im Grunde genommen abgeschlossen wurde. Und dann den nächsten Propheten, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, der mit einer neuen Scharia gekommen ist. Er füllt also eine Lücke. Und wir haben ja hier die Sura As-Saff. As-Saff ist was? Eine Reihe. Und subhanallah, die Propheten sind hier was? Eine ganz klare Linie, eine ganz klare Reihe. Eine Reihe, welche geschlossen wird, ja, mit Muhammad salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Deswegen, schaut mal, wie Allah Ta'ala das zum Ausdruck bringt. O Kinder Israels. Isa wurde ja zu wem gesandt? Zu den Kindern Israels. Er wurde gar nicht gesandt zu allen Menschen. Er wurde gesandt zu den Kindern Israels. Und dementsprechend die ersten Anhänger von Jesus, und das ist ja auch im Christentum so, sind alles Juden gewesen. Isa war selbst ein Jude gewesen. Erst später, ja, wurde dann die Botschaft ausgeweitet auf Nichtjuden. Man nannte dann auch ja, einen Judenchristen und die anderen ja, Heidenchristen.
Ja, Juden, Christen, weil sie halt, wie gesagt, Juden waren und sich auch an die Gebote der Tora halten mussten. Und dann Heiden, Christen, bei denen man dann irgendwann mal gesagt hat, ja, kam dann sozusagen durch Paulus, irgendwann wurde dann gesagt, ja, die Heidenchristen, also die vorher keine Juden gewesen sind, sondern Heiden waren, also Götzen angebetet haben, sie müssen sich nicht an die Gebote der Tora halten. Sie sind davon sozusagen losgelöst, um es ihnen schmackhaft zu machen. Und dementsprechend fragt man sich heutzutage, warum essen eigentlich Christen warum essen Christen eigentlich Schweinefleisch, obwohl es ja eigentlich für Juden verboten ist bis heute. Und Jesus hat kein Schwein gegessen. Ja, das ist klar, das ist eindeutig. Ja, der Grund ist, ja, dass man gesagt hat, Christen, die keine Juden sind, müssen sich nicht an die Gebote der Tora halten. Und auf jeden Fall, Isa alaihi salam, er wurde zu den Kindern Israels geschickt. O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch. Ich bin ein Rasul. Und wir kennen den Unterschied zwischen Rasul und Nabi. Rasul ist jemand, der mit einer neuen Botschaft kommt. Ja, und Isa alaihi salam hat die Botschaft von Musa alaihi salam im Grunde reformiert. Und deswegen nennt man ihn Rasul, weil er auch ein eigenes Buch hatte, was einiges von dem aufgehoben hat, was in der Tora festgelegt wurde. Und einige Gesetze gelockert hat, die in der Tora festgelegt gewesen waren für die Juden. Ich bin Allahs Gesandter an euch. Das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war. Also ich bestätige das. All das, was es dort gibt, bestätige ich. Außer das, was ich dann sozusagen aufgehoben habe als eine Erleichterung für euch. Das ist die Vergangenheit. Und jetzt kommt die Zukunft. Ich bin das Bindeglied zwischen dem einen Propheten und dem neuen Propheten, der nach mir kommen wird. Und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Er verkündet also die frohe Botschaft eines kommenden Propheten, Ahmed. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Ahmed, warum nicht Muhammad? Warum steht in dieser Ehe? Ich meine, das ist der Koran. Ich meine, der Koran, wenn man sagt, er kommt von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wäre es ja eigentlich, was? Naheliegend, dass er Muhammad sagt und nicht Ahmed. Natürlich, wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehrere Namen hatte. Aber sein Rufname ist welcher gewesen, unter dem er bekannt gewesen war? Muhammad. Ja? Das heißt, kennt ihr irgendeine Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Ahmed gerufen wurde? Und er sagt, ja, Ahmed? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zwar, er ist Ahmed. Aber das ist wie eine sozusagen eine Bezeichnung für ihn, aber es ist nicht sein Rufname. Und deswegen wird überliefert, ja, von Jubair ibn Mut'im, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen bei Sahih Muslim, inna li asma, ich habe Namen. Ana Muhammad, ich bin Muhammad. Wa ana Ahmad, ich bin Ahmad. Wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-Kufr. Und ich bin der Mahi, also der, wie sozusagen der Löscher, mit dem Allah ta'ala den Unglauben löscht. Wa ana al-Hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. Und ich bin der Hashir, der die Menschen versammelt, vor dem die Menschen sozusagen dann versammelt werden, hinter ihm. Wa ana al-Aqib, ich bin der Abfolgende, sozusagen derjenige, der dann sozusagen als letztes folgt unter dem Propheten. Ja, gibt es noch andere Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ana Muhammad, ich bin Muhammad, ich bin Ahmed, ich bin al-Hashir, hat mir schon gehabt, ana al-Muqaffa, ja, al-Muqaffi, ja, ich bin derjenige, der sozusagen folgt den anderen Propheten, wa nabiyyu rahma, ich bin der Prophet der Barmherzigkeit, wa tauba, der Prophet der Reue, wa al-Malhamati, und der Prophet der Schlacht. Ja. Also alles, was Beschreibungen für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aber keiner hat den Propheten gerufen, ja Hashir, oder ja Muqaffi, oder ja, weiß ich, ja Mahi, sondern sein Rufname ist welcher gewesen? Muhammad, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum wird gerade in dieser so entscheidenden Ehe, wo Allah Ta'ala klar und deutlich sagt, dass er verkündet die frohe Botschaft, dass ein Prophet kommen wird mit Namen Ahmed, warum wird hier gerade Ahmed gesagt und nicht Muhammad? Es gibt viele Diskussionen darüber, also unter den Mufassirun, aber also so, das, was ich jetzt so zusammenfassend sagen kann, ist Folgendes. Und zwar, erstens, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Prophet und seine Eigenschaften und das, was er tun wird, werden an verschiedenen Stellen in den alten Schriften verkündet und prophezeit. Also es gibt sehr viele Stellen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, welche klar und deutlich darauf hindeuten, teilweise sogar namentlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesandt wird.
ich habe einige Stellen rausgesucht, aber ich habe Angst, dass es jetzt den Rahmen sprengt. Aber trotzdem versuche ich mal, inshallah ta'ala, vielleicht ein, zwei Stellen wenigstens, inshallah ta'ala, hervorzuheben, wo das auch getan wird. Und zwar im 5. Buch Mose, in Vers sozusagen, im Kapitel 18, Vers Nummer 15, heißt es wie folgt. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Das ist was? Das sind Gottes Worte zu Musa a.s. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. Doch wenn ein Prophet vermessen ist zu reden in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben. Wie kommen wir jetzt darauf? Das ist eine der sehr, sehr deutlichen Stellen sogar, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt wird. Wie kommen wir darauf, dass damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint ist? Weil die Christen sagen, dass damit wer gemeint ist? Jesus. Wieso aber ist das deutlich, dass es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein muss? Und zwar, weil Allah ta'ala sagt, einen Propheten, ja, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Es gab nach dem Propheten Musa a.s. keinen Propheten, der Musa a.s. so ähnelte wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Wenn wir mal einfach jetzt vergleichen zwischen Jesus, weil die Christen gehen davon aus, dass Jesus ist, und zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sehen wir hier, dass Jesus überhaupt nicht auf diese Beschreibung passt. Erstens, Musa a.s. ist ein Prophet gewesen, der ein Volk hatte. Ein großes Volk. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ein Prophet mit einem großen Volk. Jesus hatte nicht wirklich eine große Anhängerschaft gehabt. Als er gestorben ist, hat er ein paar Jünger gehabt, aber nicht mehr. Musa alaihi salam ist ein Prophet gewesen, der verheiratet gewesen war, der Kinder hatte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist verheiratet gewesen, hat Kinder gehabt. Musa alaihi salam, er hat Krieg geführt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat viele Schlachten gehabt, wie wir alle wissen aus der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Jesus hatte weder Frauen noch Kinder gehabt, noch hat er in irgendeiner Weise was geführt, noch hat er in irgendeiner Weise Schlachten geleitet oder Schlachten geführt. Musa alaihi salam hatte eine politische Verantwortung gehabt. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte eine ganz klar politische Verantwortung gehabt. Ja? Und dann meine Worte in seinen Mund geben. Ja? Der Koran ist eins zu eins was? Das einzige Buch, was von sich behauptet, das Wort Gottes zu sein. Weder das Neue Testament noch das Alte Testament behaupten von sich, das Wort Gottes zu sein, sondern sie sind lediglich was? Eine, wenn überhaupt, göttlich inspirierte Schrift, aber sie sind nicht das Wort Gottes. Ja? Das so als ein Beispiel, ja, von vielen, vielen anderen Beispielen, welche wir auch im Alten Testament und im Neuen Testament haben, ja, dass wir das einfach erwähnt haben. Und inshallah ta'ala, dann können wir nochmal einen Vortrag darüber machen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen gehabt, aber vielleicht können wir nochmal einen eigenständigen Vortrag darüber machen, wo in der Bibel unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam überall prophezeit wird. Da gibt es sehr, sehr deutliche Stellen, teilweise sogar wirklich mit dem Namen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kommen wir zurück aber zu unserer Ayah. Warum Ahmed? Und zwar, die Gelehrten haben gesagt, Ahmed bedeutet ja mehr, das ist eine sozusagen Steigerungsform, noch, also wie sagt man, also mehr lobend oder lobpreisend. Mehr lobpreisend. Das heißt das Wort Muhammad. Muhammad heißt der Gelobte, der Gepriesene. Ahmed heißt derjenige, der mehr lobt und mehr preist. Und die Gelehrten haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er verwendet hier den Namen Ahmed, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und zwar, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam als das Siegel der Propheten Allah subhanahu wa ta'ala mehr gelobt preist hat als jeder andere Prophet zuvor. Sogar mehr als Isa alaihi salam. Ahmed, ja, als Isa, also als ich selbst. Also er ist noch lobpreisender als wer? Als Isa alaihi salam. Ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt, den wir daraus entnehmen können, ist, ich kann erst dann Muhammad sein, wenn ich Ahmed bin. Das heißt es. Ich kann erst dann Muhammad sein, wenn ich Ahmed bin. Was bedeutet das? Und zwar, nur dann, wenn ich bereit bin, mich Allah Ta'ala zu nähern, werde ich auch dementsprechend eine hohe Stellung bei Allah haben. Al-Jaza'u min jinsi al-amal. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat. Umso mehr ich mich versuche, Allah zu nähern,
desto höher wird mich auch Allah subhanahu wa ta'ala erheben. Und umso weniger ich tue, desto niedriger bin ich. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir wissen, was er alles getan hat. Obwohl er schon eine Stellung hatte, die alle anderen übertrifft. Als er in der Nacht gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam, bis seine Beine angeschwollen sind. Da wurde er gefragt, ja Rasulallah, Allah hat dir doch alles vergeben, was du getan hast an Sünden. Du hast keine Fehler, du bist sündenfrei, du bist fehlerfrei. Warum machst du das? Warum strengst du dich nicht so an? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, afala akun abadan shakura. Soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er stand Allah am nächsten. Und deswegen erhält er auch bei Allah subhanahu wa ta'ala die höchste Stellung. Er ist Ahmed, weil er Allah am nächsten stand. Und daraus lernen wir etwas ganz Wichtiges auch für uns. Und zwar, wenn du dir die Frage stellst, wo stehe ich eigentlich bei Allah? Wo ist eigentlich meine Stellung bei Allah? Dann schau auf deine Taten und dann weißt du es selbst. Schau auf deine Taten und du weißt, wo du bei Allah stehst. Wenn du merkst, du bist jemand, der nicht viel tut, der eher faul ist, der eine sehr, sehr schwache Beziehung zu Allah hat, der kaum etwas freiwillig Gutes tut, der gerade mal so seine Pflichten einhält, dann weißt du auch ungefähr, wo du bei Allah stehst. Willst du eine höhere Stellung? Dann streng dich mehr an. Wenn du wissen willst, wo du zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Augen gestanden hättest, dann schau auf deine Taten. Und diese Frage ist unglaublich wichtig. Wo hätte ich, du, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestanden? Wer wäre ich gewesen? Wäre ich einer derjenigen, die dem Propheten nahe gestanden hätten, die er geliebt hätte? Oder wäre ich eher jemand, der unbekannt ist, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht einmal bemerkt hat, ja, weil er nicht wirklich etwas geliefert hat für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala? Du kannst dir eigentlich diese Frage selbst beantworten. Willst du also eine höhere Stellung bei Allah, dann solltest du auch mehr tun. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte die höchste Stellung bei Allah und er hat sie immer noch, weil er auch am meisten Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Und deswegen nennt ihn Allah in dieser Ayah Ahmed. Und dann sagt Allah ta'ala, als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Wer sagte das? Wer sagte das? Sagten sie. Wer sagte das? Und wer kam mit den deutlichen Beweisen zu ihnen? Ich meine, wer spricht hier? Isa alaihi salam. Wer sagt das aber jetzt? Die Gelehrten sind sich uneinig darüber. Sind das jetzt die Anhänger von Jesus? Oder sind das vielmehr die Menschen zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Menschen zur Zeit von Jesus oder die Menschen zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Diejenigen, die Isa alaihi salam abgelehnt haben oder diejenigen, die Mohammed abgelehnt haben? Die Gelehrten sagen, es kann beides sein. Allah hat es offen gelassen, um uns aufzuzeigen, Mohammed und Jesus sind gleich gewesen. Das ist eine Seele, sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Und deswegen, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat. Die Propheten sind was? Brüder väterlicherseits. Dinuhum wahad, ihre Religion ist eine. Wa ummahatuhum shatta, aber ihre Mütter sind unterschiedlich. Das heißt, sie kamen zu unterschiedlichen Zeiten, hatten unterschiedliche Gebote gehabt, aber am Ende war alles ein und dasselbe Fundament gewesen. Alle haben zum Tauhid aufgerufen, alle haben zu guten Charaktereigenschaften aufgerufen. Es war alles eine Botschaft. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht immer wieder von mein Bruder Jesus, mein Bruder Yunus, mein Bruder Musa. Sie sind Brüder, eine Seele, ein Herz und eine Seele. Und deswegen ist es völlig egal, wer damit gemeint ist und welche Menschen damit gemeint ist. Ob die Menschen, die Jesus abgelehnt haben oder die Menschen, die Musa, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgelehnt haben. Am Ende kommen die Menschen und lehnen die Botschaft Allahs ab, obwohl sie klar und deutlich ist. Und sie sagen, das ist deutliche Zauberei. Warum Zauberei? Weil ein Zauberer versucht, die Menschen zu beeinflussen mit irgendwelchen Tricks. Und ein Prophet, subhanallah, er beeinflusst ebenfalls die Menschen mit seinen Worten und mit den Worten, die er von Allah subhanahu wa ta'ala empfangen hat. Und wenn die Menschen die Wahrheit sich befolgen wollen, dann sagen sie einfach nur, das ist deutliche Zauberei. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat also jetzt
hier aufgezeigt, dass Isa alayhi salam dieses Bindeglied ist zwischen Musa alayhi salam und zwischen Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und nachdem er jetzt darüber gesprochen hat, zeigt er auf, wer der ungerechteste aller Menschen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Der Kontext ist klar und deutlich. Ja, Allah ta'ala, er spricht jetzt über diejenigen, welche die Botschaft Allahs verleugnen, obwohl sie die Botschaft Allahs verkannt haben. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Menschen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, welche ganz klar erkannt haben, das ist wirklich ein Gesandter Allahs, und dann aber Lügen ersonnen haben, wie einige der Leute der Schrift zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die sogar zu den Quraysh gesagt haben, guckt mal, stellt ihnen diese und jene Fragen, und der Prophet diese Fragen beantwortet hat und sie trotz alledem ihn nicht befolgt haben und Lügen über ihn ersonnen haben. Und das sind die ungerechtesten aller Menschen überhaupt. Warum? Weil sie nämlich die Menschen vom Wasser abhalten, von der Rechtleitung des Islams. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, während er zum Islam aufgerufen wird. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wir machen jetzt noch zwei Verse, inshallah. Leider schaffen wir die Sura doch nicht. Ich dachte, wir schaffen das, aber tut mir leid, dann müssen wir noch einen dritten Teil machen. Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala das Volk der Ungerechten, indem er sagt, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Was für ein Bild. Ja, wie als würdest du eine Kerze auslöschen wollen. Aber du löschst keine Kerze aus. Du pustest nicht eine Kerze aus, sondern du versuchst, das göttliche Licht auszulöschen. Und das ist genauso unmöglich, so als würdest du versuchen, die Sonne auszulöschen. Kannst du die Sonne auslöschen? Kannst du nicht. Und du wirst auch genauso wenig das Licht Allahs auslöschen können. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Sie wollen gerne Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Und zwar immer wieder. Allah benutzt das Präsens. Und oft machen es immer wieder. Nicht nur einmal. Heutzutage genauso. Sie versuchen es immer wieder. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. Aber Allah wird sein Licht vollenden, ob die Menschen das wollen oder nicht. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Es wird immer Menschen geben, die gegen den Glauben sind. Ist völlig egal zu welcher Zeit. Ist völlig egal, ob ein Prophet anwesend ist oder nicht. Es können sogar Engel vom Himmel herabkommen. Es wird immer Menschen geben, welche trotzdem den Glauben bekämpfen werden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die letzte Ayah, mit der wir uns heute beschäftigen werden. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Und die Mufassirun sind sich uneinig darüber, wann das sein wird. Wann wird Allah subhanahu wa ta'ala ja, diese Religion vollenden? War es das schon? Gab es das schon? Es gab es schon. Ja? Und zwar, es gab Zeiten, wo die Muslime den Islam verbreitet haben, wo der Islam sehr, sehr stark gewesen ist. Weil mit Oberhand bedeutet nicht, dass alles andere ausgelöscht wird. Weil bis zum jüngsten Tag wird es immer Menschen geben, die nicht Muslime sind. Die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam über die Ereignisse vor dem jüngsten Tag, die zeigen uns auf, es wird immer Menschen geben, welche nicht glauben. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Und sie werden sich immer unterscheiden. Es wird immer unterschiedliche Menschen geben. Das heißt, der Gedanke, ich versuche alle Menschen zum Islam zu bringen, ist ein Gedanke, der ganz klar dem Glauben widerspricht. Wird überhaupt nicht funktionieren. Du kannst nur einfach Dauer machen. Nicht mehr. Wer es annimmt, der nimmt es an. Wer es nicht annimmt, der nimmt es nicht an. Und Allah Ta'ala, er wird am jüngsten Tag die Menschen dafür zur Rechenschaft ziehen. Punkt. Ich kann aber niemals alle Menschen zwingen, den Glauben anzunehmen. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Willst du einfach die Menschen zwingen, bis sie alle gläubig sind? Und manche Mufassirun sagen, das wird dann in der Zeit von Isa alayhi salam sein, wo dann Jesus vom Himmel herabkommen wird und aufzeigen wird, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ein wahrer Prophet gewesen ist. Und er wird dann bestimmte Dinge machen, wie dass er das Kreuz zerbrechen wird, er wird das Schwein schlachten und er wird die Jizya aufheben. Das heißt, diese Kopfsteuer, die man damals gezahlt hat, die wird er aufheben, um aufzuzeigen, die einzig wahre Religion ist der Islam und ich bin selbst ein Muslim. Ich bin selbst ein Muslim. Wir sind bis hier gekommen. Im letzten Abschnitt dieser Sura richtet sich jetzt Allah Ta'ala an die Gläubigen direkt und er fordert sie auf zu einem gewaltigen Handel. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.